truck, huh? Oh ja. Scheiße. Ja, ich wollte euch das nochmal zeigen. Haben wir in der letzten Folge gemacht. Einfach mal so als Übergang zur heutigen Folge. To my father, father, brother, uncle, Kiflom. Kiflom, genau. Yo, peace, brother, brother. Peace. Kiflom. Ah! Kiflom. Alter! Kiflom, sei gepriesen. Bestanden. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5. Wir spielen heute die Fremdenmission des Epsilon Cults of America oder America weiter. Suche die Wahrheit. So, also diese Mission haben wir, oder das Ende haben wir ja auch in der letzten Folge gesehen. Ich wollte es einfach nochmal zeigen für die Leute, die vielleicht da jetzt noch nicht ganz durchgeblickt haben oder so. Guckt euch am besten aber einfach die letzte Folge nochmal an. Da gibt es ja diese Internetseite www.epsilonprogram.com und da startet man dann halt diese Mission. Und was wir jetzt machen müssen, das ist, genau, da ist es ja schon. Bitte besuche unsere Webseite unter bla 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 und spende $500. Und dann sollen wir gleich, glaube ich, nach Ryanwood kommen. Und ja, wir wurden zusammengeschlagen, hier der gute Michael, und sehen uns jetzt hier in der Wüste von nirgendwo halbnackt wieder. Das ist auf jeden Fall die Ausgangsbasis. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Einige von euch haben ja wohl diese Mission schon gespielt. Und fanden die ganz cool. Deswegen, ja, ich bin da natürlich noch komplett unwissend, was uns hier erwarten wird. Jetzt holen wir uns erstmal ein Auto. Beziehungsweise wir können jetzt auch schon spenden, oder? Sollen wir schon mal ein paar Euro spenden? Ich finde das ein bisschen blöd, hier in Unterwäsche rumzulaufen. Aber egal, oder? Ich meine, wow, die ganzen Kojoten hier am Heulen. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Wenn es hier nicht so kalt ist, dann ist es in Ordnung. Dann lassen wir das einfach so. So, jetzt gucken wir erstmal aufs Handy. War das jetzt eine SMS? Nee, ne? Das war eine E-Mail. So, gib uns $500. Ja, geil. Ah, cool. Komm, wir spenden einfach 5000. Bearbeitete Überweisung. Wir haben ja genug Geld. Danke für Ihre Spende, Bruder, Bruder. Kiflom sei gepriesen. Kiflom. Ah, diese Musik einfach. Gut, 5000 gespendet. Bisschen mehr, als wir sollten. Oh, guck mal hier. Walter Wright ist gerade vorbeigefahren. Hallo, könnten Sie bitte stehen bleiben? Haben wir eigentlich noch Waffen? Cool. Haben wir alles noch, das ist gut. So, dann jetzt aber los. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ich hab gar nicht aufgepasst. Läuft der jetzt hinterher? Nee, ne? So, gucken wir jetzt mal. Keine Ahnung. Ryanwood. Dann müssen wir irgendwo hier hin, ne? Aber nicht hier. Sollen wir nochmal Yoga machen? Nein, natürlich nicht. Nein, wir machen nicht nochmal Yoga. Golf. Was haben wir denn hier alles? Garage in Ryanwood, Flugschule. Und wir sollten uns vielleicht erstmal was zum Anziehen kaufen. Munition, ja, das ist alles voll in Ordnung. Ich habe gar keine Ahnung. Wir fahren jetzt mal wieder in die Stadt. Müssen wir ja sowieso, oder? Ja, dann machen wir das einfach so. Das dauert natürlich jetzt einen kleinen Moment. Wir könnten uns auch ein Taxi nehmen, aber ich glaube, mit dem Wohnmobil, das ist cool. Fahren wir mal hier so in die Mitte. Vielleicht sollten wir uns ein anderes Auto nehmen. Oder? Wir fahren einfach zum Flughafen. Aber ich weiß gar nicht, ob da was steht. Ja. Das ist ja gar nicht so weit. Wir müssten eigentlich ja mit Trevor fahren. So.
Das fährt ja auf meinen Flugplatz hier, der Typ. Oder ist das Trevor? Ah ne, der ist ja noch gar nicht hier, der ist ja da. Ach, da ist der, genau. Oh, ich habe gerade voll die Orientierungsschwierigkeiten. Mann, so dunkel wieder. Ja, super, jetzt haben wir hier gar nichts zum Fliegen, ne? Dachte eigentlich, das wäre voll die perfekte Gelegenheit. Aber, weniger. Okay, dann machen wir es halt nicht so. Ist hier denn gar kein Fragezeichen oder so aufgetaucht? Ich denke ja eigentlich, dass wir jetzt gleich eine Information kriegen. Naja, fahren wir einfach mal weiter. Das können wir am besten, oder? Boah, den müssen wir mal tun. Den müssen wir tiefer legen. Hinten Spoiler dran und so. Das wäre auch ganz cool. Müssen wir mal machen. Alter, das Ding ist aber auch schon ein bisschen... Bisschen älter, oder? Hört sich irgendwie auf jeden Fall so an. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Aber ich... Der Motor hört sich irgendwie nicht mehr ganz so gut an. Oh Gott. Alter, wie der Motor hochdreht. Na, jetzt geht's aber einigermaßen. Wir sollten uns trotzdem ein anderes Auto nehmen. Ach, scheiße. Scheiße, ich durfte Abkürzung nehmen. Rhinewood. Okay. Da fahren wir jetzt mal hin. Motorrad, Motorrad. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, okay, dann machen wir. Einfach mal drüber gefallen. Oh! Was ist hier los, ey? So, das Ding ist jetzt schon kaputt. Fast. Oh! Ha! Nein! Nein! Scheiße. Wow. Nur weil ich einmal drauf drüber gefahren bin. Na, jetzt sind wir vielleicht. Ah ne, jetzt sind wir nicht in der Stadt. Quatsch, wir spawnen jetzt irgendwo hier. Ich glaube, wir nehmen uns jetzt ein Auto und fahren dann mal in die Stadt. Also ein Taxi natürlich. Akzeptiere die Wahrheit. Akzeptiere die Wahrheit. So, Anzug ist noch ganz, das ist perfekt. Okay. 5000 nochmal. Ja, haben wir eben auch gespendet, das ist kein Ding. Wir haben so viel Geld. Nein, 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 nicht Marianne, ich wollte zum Taxi. Da. So. Hallo? Hello. Yeah, can you send out a cab to me? No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Yep, great. Das ist super, das passt. Ja. Vielleicht kann man hier auch irgendwas kaufen. Wir wären vielleicht Sektenführer dann. Das wäre auch cool, oder? Insektenführer. Ach ja. Naja gut, warten wir jetzt erstmal. Ich denke, es geht weiter, wenn wir in der Stadt sind. Ansonsten gucken wir dann mal ein bisschen genauer. La 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 la. Oder? Moment mal, hätten wir wirklich... Ach, die wollen uns doch verarschen, oder? Ja, ja, Moment. Müssen wir wirklich 500? Das heißt, 5000 geht gar nicht. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Das reicht jetzt, oder? Freundchen hier. Bitte? Hier, da, zu dem Punkt da hinten. Genau. Rest Rhinewood. Bin ja mal gespannt, ob auf der PS4 das ein bisschen schneller speichert. Lädt. Jetzt sind wir hier in Vinewood. In Vinewood. Oh, guck mal, das ist cool, das Auto. Sieht wirklich cool aus. Das können wir eigentlich auch mal tunen, oder? Bam! Oh, das hat einer gesehen. Oh, guck mal, wie gut hier gerade reingefahren ist. Alter! Respekt. Ja, 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 du bist auch verrückt.
Ey, das ist gut, das Auto habe ich ja noch nie gesehen. Hä? Sorry. So, jetzt gucken wir nochmal. Boah, ich will das tunen. Ich will das Auto tunen. Vielleicht machen wir das gleich einfach mal schnell. Wo sind wir denn gerade? Wir könnten ja mal. Das ist ja nicht weit. Das machen wir in 5 Minuten. Nehmen wir einfach gerne mal mit. So. Ja, gucken wir einfach jetzt hier nochmal kurz. Ob denn jetzt hier irgend. Aber. Rhinewood meinten die. Naja, wie gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin gleich. Das ist gar kein Problem. Ansonsten tunen wir heute einfach mal nur. Das machen wir auch immer. Sehr gerne. So. Die Polizei ist wieder. Diesmal nicht hinter uns her, aber hinter irgendwelchen anderen Gangstern. Ja, es gibt noch andere Gangster außer mir in dieser Stadt. Überraschenderweise. Aber das ist wirklich cool, das Auto. Was ist denn das überhaupt für ein Auto? Habe ich geguckt. Ein Fiat. So. Hallo, Meister. Welche Farbe nehmen wir denn? Es ist eine gute Frage. Erstmal reparieren. Ja, Panzerung. Ja, komm, hau rein, den Kack. Das ist Lackierung. Primärfarbe. Mal wieder was Weißes. Ich weiß, wir nehmen dauernd Weiß. Sternsilber, das ist. Bonbon, heißes Pink. Ach komm, hier, das sieht man. Das ist auffällig, das sieht man dann wenigstens. Dann kann man sein Auto, oder ich kann mein Auto dann nicht mehr so einfach verlieren. Das finde ich cool. Schattensilber. Nee, das sieht ja aus. Alter, das sieht ja alles kacke aus. Ja, klar. Macht es noch bunter, Patrick. Nee, das beißt sich ja alles total. Bronze. Dunkelgrün. Meergrün, Olivgrün, Kotzgrün. Alter. Wir machen das einfach mal, weil es kacke aussieht. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ey, das sieht kacke aus. Ich weiß. Das war beabsichtigt. Ach so, okay. Ich hätte gern noch. Ja, das sowieso. Ich hätte eigentlich gerne noch einen Spoiler hinten dran. Das Auto sieht einfach nur kacke aus. Das sieht einfach nur kacke aus. Felgenfarbe, scheiß drauf. Ist jetzt auch egal. Machen wir mal wieder frostweiß, wie immer. Reifenzubehör. Tuningreifen, Schusssicher natürlich auch. Und hier irgendwie lila Reifenqualm. Genau. So, Fenster sind natürlich auch wieder. Reines Schwarz, wie meine Seele. Und warum haben wir denn keine Spoiler, bitte? Ich will doch spoilern. Alter, ist der hässlich geworden. Boah. Alter, sieht der kacke aus. Ich muss mich mal kurz davor stellen. Das sieht schon sehr beschissen aus, oder? War das gerade? Moment, was ist denn das da hinten? Aha, aha, was ist das denn hier? Was ist das hier? Epsilon, aha. Hätte ich mir doch fast gedacht. Habe ich mir sogar gedacht. Gott, jetzt fahren wir mit so einem Auto dahin. Ich denke auch, wir sind verrückt. Wobei der ganze Kult ist verrückt. Naja gut, dann fahren wir mal ganz schnell darüber. Mit dem Auto sollte das kein Problem sein. Ihr hört schon hier Turbo und Nitro und alles mögliche drin. Nein! Nein! Oh, genau. Ein Baum, eine Palme hier und wir fahren genau dagegen. Das ist wieder so typisch für mich. Mann, 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 Mann. Höh! Alles kein Ding. Alles kein Problem. Wow, Alter. Hallo, guten Tag, guten Tag. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich aber gespannt, was da hinten so passieren wird. Boah, das hört sich aber cool aus. Cool an. Hört sich cool aus, das Auto. Hört sich cool an, das Auto.
Das ist jetzt die Sekte? Alter, ich habe ein bisschen Angst gerade hier so. Hinterhof und so. Aber ich glaube, wir müssen sowieso auf die andere Seite. Ich wollte hier nur parken, weil da No Parking steht. Moment. Oh, wir haben einen kleinen Kratzer. Lack. Was steht da? Okay, das wird alles Kamera überwacht. Warum wohl? Nee, was ist das denn? Ist das eine Gruppe Mexikaner? Alter, hab ich ja noch nie gesehen. Alter, nein, jetzt ist die Polizei hinter uns her. Fuck, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Polizei loswerden. Erinnert mich so ein bisschen an Taxi. Taxi, Taxi, der Film. Das Auto. Also sieht ein bisschen aus wie ein Taxi. Sorry. Oh, gar nichts gemacht. Guck mal, hier auch ein Taxi. Oh, da kommt gerade die Polizei. Wir sollten mal erst ganz kurz flüchten. Ganz kurz aber nur. So, das habe ich extra gemacht. Komm. Komm, die Mexikaner, die hatten es verdient. Hatten so große Hüte an, deswegen. Ich will eins kaputt machen. Ich liebe dieses Spiel einfach. Wir stellen uns so hin und tun, als wenn wir. Als wären wir ein Taxi. Boah, dieser, ich hasse das, dass die Sterne immer so langsam weggehen. Hasse das wirklich. So, Sterne sind weg. Jetzt fangen wir mal an hier, oder? Jetzt fangen wir mal an mit der Mission. Aber das Auto ist wirklich cool. Also vom Fahren her ist das super. Ja, guck mal, da hat irgendeiner die Ampel wieder aufgestellt. Ich war es jedenfalls nicht. Sorry. Ice Planet? Was? So, ich hoffe, das bleibt hier und das klaut mir keiner. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir jetzt hier überhaupt rein müssen. Vielleicht ja hier. Nein, das ist eine Fake-Tür, eine Dekorationstüre. So, ich würde mal sagen hier. Hallo? Hello? Hallo? Akzeptiere die Wahrheit. Kiflum, you have come this far, but the journey has only just begun. Natürlich. You've waited years for this moment. Mm-hmm. You're exactly in the right place. Yeah. Yeah. I was lost. I sold myself. I took drugs. I was in conflict. Then I discovered an incredible truth, a truth so incredible that if I told it to you now, you would melt into nothingness. You are ready. But you are not ready. Oh, I'm not ready. Then you're ready. I don't know about that. The truth is incredible if you're capable of understanding it. We have your email address. We will send you an incredible education tool that will help you to unlock the secrets of the existence. Mm. That will cost as little as $5,000. Oh, $5,000? What price would you put on having the tools to understanding everything and to achieving the impossible? The price I would put on that is every penny you've ever earned. Kiflum, Sister Mother. Well, the price I would put on it is all the money in the entire world, because that is how much it is worth. Well, we're offering you millions of dollars of top-quality research and learning by society's best thinkers for only $5,000. Think about it, Michael. And if you think too long, we know you're not ready. Kiflum. Ja, Kiflum, ne? Kiflum. Ja, Kiflum. Okay.
Voll ungläubig. Was? Wo bin ich jetzt hier gerade reingetreten? Ist das geil einfach nur. So, was haben wir denn hier? Moment. Lived by the tenets. Lived by the facts. Arrayed the tract. And rest in yourself. Ja. Alter, 5000. Was? Das sind, ach, das sind alles so Flyer. Ach so, das sind diese Poster und so, die hier in den Kisten sind. Aber cool, man kann hier sogar rein. Hier kann man wahrscheinlich auch wieder raus. Nein, hier kann man nicht raus. Das ist ja die andere Seite, die war ja eben zu. Okay, $5000 haben wir doch schon mal. Haben wir doch schon mal gespendet. Das kann doch gar nicht sein, dass wir das nochmal spenden sollen. Bitte, Money. Aber die sind schon ein bisschen verrückt hier. Ne? Gut, dass wir auch ein bisschen verrückt sind. Ja gut, Schulungswerkzeug. Dann treten wir mal hier hinaus. Und werden mit der ganzen Brutalität der realen Welt konfrontiert. Ah, jetzt läuft er weg. Okay. Ja. Das heißt, wir haben jetzt schon 10.500 dann gegeben. So. Perfekt. Keflom. Das Auto ist jedenfalls noch da. Gucken wir mal, wo wir hin sollen. Hallo? Das war neu. Kann nicht sein, dass es nicht sofort angeht. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wo wir hingeschickt werden und wann wir das wissen, wo wir hingeschickt werden. Ich gucke einfach mal so ein bisschen, aber hier ist auf jeden Fall nichts Neues. Schulungswerkzeug. Ja, wir haben auch gerade erst gespendet. Ich glaube, wir fahren jetzt mal kurz zu uns. Gucken mal, was unsere Familie so macht. Das ist ja nicht weit. Das ist ja sofort hier und dann bis dahin wissen wir bestimmt, wo wir hin sollen. Ach Mann, warum fahren hier mal Leute über die Autos? Warum fahren hier mal Autos über die Straßen? Leute, Alter. So. Oh, das Auto ist wirklich cool. Das macht richtig Spaß, damit zu fahren. Echt? Müsst ihr auch mal machen. Tut euch das auch mal. 1:1 genauso, wie ich es gemacht habe. Sorry! Ah! Alter, was für ein Durcheinander. Irgendeiner kann hier nicht fahren. Ah! Ah! Entschuldigung! Ich wollte eigentlich hier einmal drum rumfahren, aber es ist ja sofort hier, ne? So, und dann einmal hier. Ja. Hallo, geh ruhig auf. So, dann nochmal gegen das Frau unserer, gegen das Auto unserer Frau fahren. Fragen. Ich hab's heute nicht besprechen. Gegen die Frau unseres Autos fahren. Guck mal, das können wir auch noch gut hier parken. Hey, your dad's back. Oh ja. Yeah. Hallo, Familie, ich bin's. Ich bin wieder da. Hallo. Oh, ihr habt Pizza bestellt. Kann ich auch irgendwas haben? Warum so schweigsam? Was ist los? Jemand gestorben, den wir kennen? Yeah. That was really nice, kids. Thanks, Mom. You're totally the best takeout orderer I know. Yeah, I mean, normally, I want to, like, order everything. But you just order the best things and lots of them, which is cool. Was ist das denn für eine Unterhaltung? Die hat Pizza bestellt. Das kriege ich auch hin. Ich bin ein viel besserer Vater als sie eine Mutter. Kann man das so sagen? Naja, dafür zockt er wenigstens gerade nicht. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Wir laufen gegen die Wand und jetzt speichern wir an dieser Stelle mal, weil ich das immer vergesse und dann müssen wir die erste Mission nochmal machen und dann müssen wir das auch nochmal machen. Deswegen speichern wir jetzt. Ungefähr irgendwo hier. Ja, kann man hier mal drüber speichern. Jawohl. Boah, das dauert immer so lange. Bin echt mal gespannt auf der PS4.
wie das da läuft. Da läuft das übrigens auch wohl, wie jetzt angekündigt worden ist, auf 1080p. Ich bin da wirklich mal gespannt. Ist ja nicht mehr so lang. Also November. Wir haben ja schon Ende Oktober jetzt. Also Oktober ist ja schon fast vorüber und dann haben wir jetzt bald November. Dann geht das so schnell. Dann kommen die ganzen geilen Games raus. Assassin's Creed Unity, Far Cry 4 und GTA 5 halt für die Xbox One, für die PlayStation 4. Und Assassin's Creed Rogue kommt natürlich auch noch raus. Oh, es kommt einfach so viel diesen Monat. Also nächsten Monat. Ich bin schon im November. Ich lebe schon im November. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Wir könnten... Ich glaube, wir machen einfach noch eine kurze Verfolgungsjagd. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Also ich glaube, wir werden uns dann die Mission immer so am Rande mal vornehmen. Und währenddessen dann irgendwie andere Sachen machen. Verfolgungsjagd. Nochmal ein bisschen tunen und so. Wir müssen halt die Zeit noch so überbrücken. Ich weiß ja, dass wir nicht mehr so viele Inhalte momentan haben. Aber wir überbrücken jetzt so ein bisschen die Zeit, bis wir neue Inhalte halt dann mit der PS4-Version bekommen. Also, da gibt es auf jeden Fall neue Inhalte. Ich weiß nicht, halt nicht, was es da alles geben wird und so, aber auch wenn es Missionen geben wird und so, werde ich wahrscheinlich auch mal, was ich an GTA eigentlich nicht so gern mache, auch mal wirklich Missionen spielen. Gucken wir mal. Gut, ich spiele jetzt, das war jetzt auch eine Mission, aber ich habe halt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Gucken wir einfach mal. Was denn? Was denn? Was denn? Aber keine ordentliche Waffe. Wow, Alter, das wollte ich gar nicht. Was haben wir denn hier an Waffen gerade? Ach, die ist eigentlich cool. Wobei, haben wir nicht doch die andere? Ja, die ist noch geiler. Nee, unser eigenes Auto machen wir nicht kaputt. Wir machen einfach mal das von den Nachbarn kaputt. Oder auch nicht. Das hat wunderbar funktioniert. Hallo? Ja, das, irgendwie ist die... Ist das Magazin viel zu klein. Ach ja, macht immer wieder Spaß, oder? Mit dem Granatenwerfer rumzuhantieren. Oh, daneben. Hallo? Ey, wo ist die Polizei? Ah, da ist die Polizei. Ich fühle mich gerade wie so ein Mafiosi mit der Waffe. Hö, wo? Bam, bam. Oh, guck mal, da links die Palme brennt sogar. Ich glaube, wir sollten abhauen. Ja, wir hauen definitiv ab. Uah! Ha! Oh, der Polizeihubschrauber ist wieder da. Warum fahren wir jetzt hier lang? Nein, ich will gar nicht hier lang fahren. Das ist total blöd. Blöd ist das für die Flucht. Aber ich kann das Auto wirklich jedem empfehlen. Nein! Ja gut. Von den Beulen abgesehen. Aber wirklich... Und natürlich von der Farbe. Also die Farbe ist jetzt nicht so wirklich final. Huh. Wow, das war gerade noch so. Weil hier eine Straßensperre ist schon relativ blöd dann. Ja, ich bin ein bisschen verrückt. Das kann sein, ja. Nein! Ausgerechnet gegen den Busch da. Kann doch gar nicht sein. Mann! Ah, Geronimo! Alter, wie geil man hier über die Hügel einfach fliegen kann, oder? Auch wenn man keinen Helikopter hat! Oh, fuck. Kann man hier noch hoch? Bestimmt, oder? Alter, das Ding ist so getuned. Fuck, ich wollte gerade schießen. Na, Geronimo! Komm. Geiles Auto, oder? Das ist ein richtig geiles Auto. Das ist sogar geländetauglich. Dabei habe ich das gar nicht beabsichtigt. Boah, das kippt noch nicht mal um. Fuck. Der Heli ist einfach zu... Der ist genau über uns. Den kriegen wir so nicht. Wow, Alter. Nein. Baum.
Ja, geil. Heute machen wir mal das, was der TÜV normalerweise mal macht. Boah. Und wieder zurück auf die Straße. Bam. So läuft das doch, oder? Alter. So. Ja, das Auto. Mal gucken, wie kaputt wir es wirklich machen können. Alter! Ha! Nein, nein, doch nicht. Nein, nicht da, nicht da runter. Das arme Tier fast noch mitgenommen. Mal gucken, wie lange wir heute überleben. Ich habe ein gutes Gefühl heute, ja. Weil das Auto hält wirklich viel aus. Und die Polizei kann heute genauso schlecht fahren wie ich. Alter! Ah, hier sind wir. Ah, okay, okay. Militärflughafen. Ob wir noch bis zum Militärflughafen kommen? Ich habe keine Ahnung, aber ich drücke jetzt bestimmt nicht auf die Bremse. Boah, das Auto hält so viel aus. Schusssichere Reifen sind natürlich auch immer super. Also ohne die kommt man gar nicht weit. Okay, wir springen ins Wasser. Nein, doch nicht. Wir springen doch nicht ins Wasser. Okay, wir fahren weiter. Mann. Komm, 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 komm. So, was hatten wir denn hier gerade Schönes? Tränengas? Nein, nein. Na! Ah! Huhuhuhu! Alter! Ha! Ha! Na! Wie geil. Fuck! Nein, nicht fuck! Ich will keinen anrufen! Boah, Alter, was ist eine geile Verfolgungsjagd heute. Das ist echt cool heute. 4 Sterne nur, was? Warum denn nur 4 Sterne? Warum nur 4 Sterne? So. Jawohl! Mann! Haben wir gar nichts mehr? Moment. Okay, Granaten haben wir noch. Okay, Granaten. Granaten sind gut! Nein! Wir haben nichts mehr, wir haben nichts mehr. Egal, egal. 4 Sterne nur, ich will mehr. Ich will mehr Sterne. Hallo? Ja. Diese ganzen Nagelbretter oder, keine Ahnung, diese Nagelfallen, die bringen natürlich gar nichts bei uns, weil halt die Reifen schusssicher sind und nagelsicher und, ne? Die kann man quasi nicht nageln, die Räder. Kein Ding, kein Ding. Oh, wir haben kaum noch Gesundheit. Wow, wir haben kein... Wow. Alter, wir müssen aufpassen. Nein.
Ich wollte eigentlich jetzt da runterfahren, weil wir keine Gesundheit mehr haben. Weil die sind so krass gerade hinter uns her. Nein, komm. Das wird nicht das Ende sein. Das kann nicht das Ende sein. Wir fahren ein bisschen am Strand entlang. Auch wenn die Folge heute mal wieder total überzieht. Egal. Ah! Ich glaube, wir fahren doch wieder hoch. Ah! Hui, 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 hui. Okay, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Kein Problem. Scheiß die Wand an. Okay. Mann, ey, das läuft aber heute gut. Boah, wir... Das ist... Man muss echt richtig aufpassen, dass wir unsere Energie ja nicht verlieren. Scheiße. Na komm, na komm, na komm noch. So. Alter, habt ihr schon mal so eine Verfolgungsjagd miterlebt? Meine rechte Hand ist übrigens gerade am Controller eingeschlafen. Weil ich bin gerade so konzentriert. So, mal einen auf Geisterfahrer machen. Alter. Wie oft habe ich schon Alter heute gesagt? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt sehr oft. So, ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren. Aber wir fahren gut auf jeden Fall. Wir fahren gut. Wir wollen natürlich irgendwie die Sterne noch hier loswerden. Ungefähr so. Könnt natürlich hinten in den Tunnel fahren. Ah, scheiße. Ja, na gut. Also sind die Kollegen auch schon wieder. Na gut, was heißt die Kollegen? Das sind ja gar keine Kollegen. Oh Mann. Ich wollte die Folge gar nicht so lang machen. Aber der Kult hat sich noch gar nicht gemeldet. Was ist mit dem los? Oh, das Auto macht gerade schlapp, glaube ich. Alter. Boah. So, den Kaktus auch noch mitnehmen. Scheiße. Das Auto ist so am Arsch gerade. Ich habe kaum noch Power. Geiles Bild, oder? Hi. Ich glaube, die wollen, dass wir anhalten. Sollen wir mal anhalten? Ah! Oh, danke. Jetzt sind wir wieder ein bisschen schneller geworden. Hui! Den habe ich gar nicht gesehen.
Oh, nicht anhalten. Wir dürfen nicht anhalten. Nein! Scheiße. Na gut. Auf jeden Fall geht's in der nächsten Folge von GTA 5 dann weiter mit dem Epsilon-Kult. Und vielleicht auch der ein oder anderen Verfolgungsjagd. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Oder halt da unten, ich habe keine Ahnung, Kommentar. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.